Hallo liebe Gamers Global Leser und herzlich willkommen zu einem weiteren Video-Special hier auf gamersglobal.de. Wir, das heißt ein Karton und ich, haben uns hier eingefunden in den Büroräumen von Gamers Global oder wie wir es auch manchmal nennen, die Hallen des Wahnsinns, um etwas auszupacken und zwar die Xbox One, nachdem der Heinrich ja schon die PlayStation 4 für uns ausgepackt hatte. Und naja, wo ist sie denn, die Xbox One? Ah, da ist sie ja. Und wie ihr seht, wir haben natürlich möglichst früh vorbestellt und sind deshalb in den Genuss gekommen, noch eine der Day One Editions von der Xbox One abzustauben. Die unterscheidet sich im Prinzip zunächst mal nur dadurch, dass der Karton schwarz ist, während der normalen Retail-Version ja in mehr oder weniger traditionellem Xbox grün gehalten ist. Aber auch wenn wir ziemlich scharfe Typen sind, brauchen wir dann doch noch mal das ein oder andere Werkzeug, um die widerspenstigen Verklebungen, Verdrahtungen und ähnliches des Pakets zu lösen. Also fangen wir einfach mal an. Ja, das ging schon leichter. So. Jetzt können wir es auch schon rausheben, oder? Na, es wehrt sich noch. Ne, wahrscheinlich muss man hier unten auch noch die, genau, da ist noch eine Verklebung. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Also, und immer noch nicht. So funktioniert's. Das räumen wir mal weg. So. Na, ob das nicht falsch rum war, was ich hier gerade gemacht habe? Ich schätze schon. Versuchen wir es nochmal zuzukriegen und drehen es rum. Ja. Wir sind eben keine Experten im Pakete verpacken. Aber das sieht ja schon sehr aufgeräumt aus. Hoffen wir mal, dass die Angestellten von Microsoft, die das verpackt haben, nicht vorher bei IKEA gearbeitet haben, wo dann der Johansson mit dem Karlsson auf dem Dach gespielt hat in der Mittagspause und dann vergessen hat, dass in den Schrank Smörebröt eigentlich 10 Schrauben reingehören und nicht bloß 9. Ja, beginnen tut's mit dem Kinect-Sensor. Ja, wozu dient der eigentlich? Hallo, NSA? Gib mir doch bitte mal meinen vollständigen Namen, meine vollständige Anschrift, meine Kreditkartendaten und meine Penisgröße. Nein, Gamers Global Leser, ihr müsst euch da keine Gedanken drüber machen. Die NSA, die wird euch natürlich nicht ausforschen und der Datenschutz, der ist ganz sicher. Da wird nicht irgendjemand auf einmal in euer Wohnzimmer reingucken. Naja, zumindest so lange, bis ihr das Ding eingesteckt habt. Wer weiß, was danach passiert. Und was haben wir hier? Oh, natürlich. In der Day One Edition ist ja bekanntermaßen ein Download-Code drin gewesen. Hier in dem Fall zu FIFA 14, der Next-Gen-Version, die natürlich sich doch in einigen Facetten unterscheidet. Die ist in der Standard-Version nicht enthalten. Es gibt aber auch ein Bundle der Standard-Version. Die kostet dann allerdings nicht 4,99 €, sondern 529 €, glaube ich. So, dann haben wir hier ein Headset. So, jetzt müssen wir nur noch den Stecker hier aufkriegen. Ja, der ist besser verklebt, als ich gedacht hätte. Aber wir wollen es ja auch nicht zerstören, deshalb immer ruhig mit den jungen Pferden. So, also, ein stabiler Stecker, der dürfte nicht so leicht verrutschen wie diese billigen Teile, die es zuletzt bei der Xbox 360 zu kaufen gab. Die saß ja doch relativ locker und das Kabel verzwirbelte sich immer. Das hier ist ein flaches, da dürfte das zumindest nicht so leicht passieren. Und mal schauen, ob das Mikrofon an dem Ding auch gut funktioniert. So, und ganz in Schwarz haben wir dann hier natürlich auch noch den Controller, weil irgendwie wollen die Spiele ja gespielt werden. Und dabei habt ihr dann auch direkt einen der Unterschiede zur normalen Edition, nämlich bei der Day One Edition ist zwar ein identischer Controller, aber hier steht genau Day One 2013 drauf. Batterien haben sie auch direkt mitgeliefert, das ist schon mal nicht verkehrt. Mal sehen, ob es auch Markenfabrikate sind.
Ja, Duracell, ne? Ihr kennt ja noch den Hasen, der klopfende. Der lief ja bekanntermaßen immer weiter. Das räumen wir mal hier zur Seite, den ganzen Müll. So viel Zeit muss sein. Und was haben wir hier noch? Aha. Eine Information über das Charge Kit für den Controller. Naja, Garantiebescheinigungen und so weiter. Ihr kennt das ja. Da stehen wahrscheinlich auch irgendwo die Nutzungsbedingungen, die wahrscheinlich wieder niemand lesen wird. Und ich glaube, das braucht man gar nicht erst auszupacken. HDMI-Kabel habt ihr schon mal alle gesehen. Das ist dankenswerterweise dann auch direkt mit dabei. Und damit das Ganze auch Strom bekommt, ist hier das Netzteil. Das packen wir aber trotzdem mal kurz aus, um mal anzuschauen, ob wir da auch irgendwas ersetzen können. Also hier, seht ihr, da sind nur zwei Pole drin. Das heißt, da könnt ihr nicht einfach das PC-Kabel nehmen und es stattdessen dann mit dem breiten Stecker einstecken. Aber so schnell dürfte das Kabel ja nicht kaputt gehen. Und natürlich ist der Einlass in die Konsole selbst ganz anders. Und da könnt ihr entsprechend wohl nicht ohne einen nicht unter Lizenz gefertigten Ersatz keinen einfachen Austausch vornehmen. Und hier dann halt entsprechend noch das Netzkabel, um das Ganze zu verbinden. So, aber eins fehlt noch. Das Wichtigste natürlich im ganzen Karton. Ich nehme an, dass das hier irgendwo unter diesem VHS-Videorekorder aus den 80er Jahren sich versteckt. Ich hole den mal eben raus. Ah. Anstrengend, ja. Nee, darunter ist gar nichts mehr. Womöglich ist es doch kein VHS-Rekorder. Ah, und schon wieder ordentlich verklebt. So, also diese Folie hier, die riecht zwar nicht so schön nach neuem Auto, aber trotzdem ist sie widerspenstig, bis zum geht nicht mehr. Vielleicht schneiden wir es doch der Einfachheit halber einfach mal auf, bevor wir uns hier noch die Finger verrenken. Genau. Und da haben wir sie, die Xbox One. Und wie ihr sehen könnt, ihr braucht den Red Ring of Death nicht mehr zu befürchten, weil hier gibt es nur noch einen berührungssensitiven Anschalter und die blinkenden Lämpchen drumherum sind ja nicht mehr da. Aber naja, hoffen wir einfach mal, dass Microsoft diesmal eine bessere Kühlung hinbekommen hat und nicht gleich im ersten Jahr reihenweise die Konsolen von den Kunden zurückgegeben werden. Ansonsten der Blu-ray-Schlitz seht ihr hier. Natürlich, der Kinect-Sensor wird entsprechend hier auf der Rückseite eingestöpselt. Und was wir eben noch haben, das ist hier zum einen der HDMI-Ausgang und eben für das Feature als Set-Top-Box eben auch der HDMI-Eingang, wo ihr theoretisch aber wahrscheinlich sogar eine PlayStation 4 einstecken könntet, um das Signal durchzuschleifen. Hier, wie gesagt, der Kinect-Anschluss und auch ein Optical-Ausgang, der bei Headsets ja, glaube ich, zunächst mal, bevor ein Firmware-Update kommt, nicht so ganz funktioniert. Ist relativ leicht. Ich weiß nicht genau, wie viel es ist, aber ich schätze mal so etwa 2 Kilo vielleicht. Das heißt, die Xbox 360, die war meinem Gefühl nach doch deutlich schwerer. So. Und jetzt schauen wir uns nochmal alles an, was drin ist. Die Konsole selbst natürlich als wichtigstes Stück dabei und der Controller, sogar samt Batterien. Ein Headset für den Ingame-Chat habt ihr auch und natürlich auch den Kinect-Sensor, der nach unseren bisherigen Eindrücken ja wesentlich besser funktioniert, als das beim Vorgängermodell der Fall war. Und auch da nochmal der Hinweis darauf, den müsst ihr oder den könnt ihr separat einstecken. Ihr braucht den Kinect-Sensor aber nicht zu verwenden. Ihr könnt die Xbox One auch ohne Kinect starten und natürlich auch ohne Kinect komplett mit dem Controller bedienen. Ansonsten war es das im Prinzip.
Ja, wir hoffen, dass alle, die die Xbox One vorbestellt haben, genauso wie wir, heute pünktlich beliefert worden sind. Egal, ob mit der Day One Edition oder auch mit der Standardversion. Und wir machen jetzt weiter mit unseren Tests zu den Next-Gen-Spielen. Auf der Website findet ihr ja unter anderem auch unsere Spiele-Medley-Videos, wo wir euch ganze 16 der Launch-Titel für die Xbox One vorgestellt haben. Und natürlich werden wir auch uns weiterhin mit der PlayStation 4 und eben der Xbox One und allen anderen wichtigen Gaming-Plattformen beschäftigen. Und damit sage ich auf Wiedersehen und wünsche noch viel Spaß.